Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. So, herzlich willkommen in Teil 1 von Besser Biken 3.0 und heute soll es darum gehen, diese Handhabung von diesem Motorrad und alles, wenn das Motorrad nicht fährt. Angefangen natürlich damit, und ich habe es einmal so gemacht, was ich nicht machen soll, wie stelle ich mein Motorrad ab? Das Motorrad wird eigentlich nie hangabwärts abgestellt. Ganz wichtig. Warum? Und ich gebe euch gleich noch einen Tipp, wie ihr es dann trotzdem machen könnt. So, wenn ich jetzt hier den neutralen Gang drin habe, will das Motorrad natürlich nach vorne wegrollen. Wenn ich jetzt hier auf den Seitenständer stelle und der Hang ist zu schief, dann kippt mir das irgendwann nach vorne über den Ständer und fällt runter. Deshalb nicht hangabwärts abstellen. Wenn ihr es doch machen wollt, wie hier, hier ist es noch ein, es ist noch ein relativ moderates Gefälle, dann macht ihr den Gang rein. So, Gang ist drin. Und jetzt nicht den Seitenständer runter machen gleich, sondern Kupplung loslassen natürlich, von der Bremse gehen und nach vorne rollen, in den Gang vom Getriebe reinrollen, dann den Seitenständer runter und dann abstellen. Denn jetzt kann es nicht, ne, ich schiebe es nach vorne, es kann jetzt nicht vom Seitenständer runterrutschen. Das ist Teil 1 von, wie stelle ich Motorrad richtig ab, muss man vielleicht dazu sagen. Jetzt soll es aber darum gehen, wie richte ich ein Motorrad auf. Wenn ihr jetzt also vielleicht nicht genug Kraft habt, das Motorrad aus der Position heraus aufzurichten, das muss mal ganz kurz passieren, ne? Wenn ihr also nicht genug Kraft habt, das Motorrad mit im Draufsitzen dann noch aufzurichten, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen, ihr stellt euch ganz nah hier ran und Achtung, das sind ein paar Sachen, die Schwung beinhalten. Und wenn ihr das Bein hier oben habt, Schwung nehmen und dann mit drauf. Und ihr seht schon, dass man da ein bisschen schneller aufs Bike draufkommt. Das hilft ein bisschen, ne? Das hilft so ein bisschen, wenn die 10% fehlen. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr drauf sitzt, dann auf die, also ich lasse mal die Arme weg, die Beine vielleicht auch, nur auf die Fußraste unten drauf drücken, hilft auch schon. Also wenn ihr auf dem Bike hockt, und ich hocke mich mal weiter nach unten hin, weil ich jetzt auch nicht so groß bin irgendwie, hier Druck und hier unten Druck und das Motorrad kommt auch schon nach oben und dann rutscht ihr quasi mit dem Bike, wenn ihr hochkommt, damit drauf. Das wäre aufrichten Nummer 2, 3, ich habe nicht mitgezählt. Jetzt kann es ja sein, ihr seid im Urlaub, ihr habt hinten Gepäck drauf und drüber schwingen geht nicht. Ist eigentlich so eine, nennen wir es mal Enduro-Sache von so hohen Bikes wie GS oder so. Und jetzt keine Sorge, ich wiege 90 Kilo. Das sind verstellbare Fußrast und die halten es trotzdem aus. Das heißt, ihr macht den Gang rein, wichtig, Gang rein machen, beiden Seiten am Lenker halten, auf die Fußraste stehen und dann oben drüber und drauf. So, also passiert absolut nichts. Und wenn ihr oben seid, sitzt ihr zumindest schon mal auf dem Motorrad. Und jetzt auch hier wieder kann man es nochmal machen, nur mit dem Fuß drücken und das Motorrad kommt in die Waagrechte. Übrigens, wenn ihr die Videoserie geil findet, ich habe euch die hier unten verlinkt. Die kosten um die 20 Euro. Kauft die gerne bei mir in Amazon-Shop, kriege ich ein paar Euro. Man braucht die sowieso irgendwann, wenn man alle Übungen machen will. Gerne unterstützen, denn jetzt kommt, wie drehe ich mein Motorrad? Und zwar möchte ich euch einen Unterschied zeigen. Und zwar der Watschegang. Ich habe es ja schon öfters mal gesagt, ich finde es so lala. Vor allem, wenn ihr halt ein bisschen kleiner seid, kann das wirklich doof sein. Klar, wenn das Motorrad von der Größe her passt und alles, gar kein Problem. Aber ich möchte euch mal den Wendekreis von dem Motorrad zeigen. Finde ich irgendwie interessant. Und dafür markieren wir die Stelle hier einmal. Ab hier, voller Lenkeinschlag und Watschelgang. Es geht ein bisschen bergauf. Oh, come on, die Zuschauer wollen das sehen. Und mit dem Hinterrad wieder drüber. Vorderrad gerade. Naja, das zählt. So, weil viele haben, warum auch immer, Sorge, ihr Motorrad nicht im Watschelgang zu schieben und nebendran zu stehen. Weil sie sagen, sie können das Motorrad nicht halten. Das üben wir noch bei dem nächsten Video dann.
Was ich immer mache, ist erstmal Vorderradbremse ziehen, leicht auf den Lenker, also ab hier auf den Lenker drücken, Ständer rein. Und jetzt könnt ihr euch so vielleicht halb drauf setzen, wenn ihr Angst habt, das kippt um, oder halt mit einem Fuß leicht dagegen lehnen. Wir sind uns an der gleichen Startposition, voller Lenkeinschlag. Und wir schieben, bis das Rad wieder auf der gleichen Position ist. Und jetzt schaut euch mal den Unterschied im Wendekreis an, wenn man sich neben das Motorrad stellt. Und das macht es halt viel, viel einfacher. Ja, es braucht ein bisschen Kraft im Oberkörper. Im Endeffekt habe ich weniger Kraft benötigt und ich kann in einem viel, viel kleineren Radius wenden, wenn ich das Motorrad halt auf die Seite kippe und dazu, wie gesagt, kurz mit der Hüfte hochdrücken. Und ab hier steht das Motorrad. Ja, ich kann das jetzt hier am Evo-Tankring auch festhalten. Alles gut, auf keiner Kamera zu sehen. Gut gemacht, Jens. Auf jeden Fall wichtig, ich würde es nicht außenrum machen, weil dann habt ihr eine Tendenz, nach außen zu kippen. Deshalb der Blick auf die Innenseite. Jetzt sagen wir alle, man soll die Vorderradbremse nicht nehmen. Ich nehme nur die Vorderradbremse. Den Fuß könnt ihr theoretisch auch auf die Fußraste machen. Und so wende ich super easy am Hang. Also neutralen Gang rein. Wie gesagt, ich mache das nicht mit Hinterradbremse. Ich mache immer vorne, weil die Bremse jetzt ja quasi hinten, weil ihr fahrt ja rückwärts. Den Blick habe ich nach innen, das kurvenäußere Bein braucht ihr eigentlich nicht. Ihr dreht euch nach hier ein, guckt nach hinten, voller Lenkeinschlag, lehnt euch in den Hang rein. Ich mache es mal übertrieben. Ihr könnt so auf keinen Fall umkippen. Und ab hier reicht das schon. Gang rein und rum. So, wenn ihr jetzt zufällig an einem super steilen Hang seid, der ist wirklich super, super steil, dann macht ihr es so, dass ihr mit dem linken Fuß einfach stehen bleibt, Kupplung gezogen, ne? Den rechten könnt ihr von mir aus da noch drauf lassen. Würdet ihr jetzt drauf sitzen und losfahren, kann es sein, ihr kippt nach hinten um. Deswegen bleibt ihr hier stehen, lasst das Motorrad, haltet es vielleicht ein bisschen mit der Kupplung, lasst es losfahren und beim Losfahren drauf. Mit der Kupplung halten, losfahren und dann drauf sitzen. Motorrad ist sofort stabil, müsst ihr gar keine Sorgen haben. So, letzter Teil soll sein, sicheres Abstellen und Anfahren von diesem Motorrad. Und ich habe es einmal so abgestellt, wie man es nicht machen sollte. Nämlich so, dass es relativ waagerecht steht. Das ist ziemlich gefährlich. In dem Fall würde ich es tatsächlich, weil wir in die Richtung Gefälle haben, das Motorrad auch andersrum hinstellen. Dann stellt sich es ein bisschen in den Ständer rein und alles ist gut, passt bei einem leichten Gefälle. Also immer so abstellen, dass sich auf den Seitenständer schützt. Wenn das Gefälle viel zu stark ist in die Richtung, dann stellt es natürlich mit dem Gefälle ab. Also beim starken Gefälle wäre die richtigere Abstellmethode so rum. Ich bin jetzt im neutralen Gang. Das kann nicht wegrutschen, weil das zieht sich wieder gegen den Ständer. Was wir uns jetzt aber noch angucken wollen, ist das sichere Anfahren und Anhalten mit dem Motorrad. Und da gibt es auch ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Ja, wie halte ich mit einem Motorrad richtig an? Jetzt ist so, wenn ihr langsam fahrt und ihr habt leicht Schräglage wie jetzt und ich würde jetzt meine Vorderradbremse benutzen, dann verreißt mir das Motorrad. Deshalb, wenn ich an der Ampel dran fahre, mache ich jetzt den neutralen Gang rein. Okay, bei einer BMW dauert das einfach ein bisschen länger. Ah, leck mich doch. Und ich bremse jetzt nur. Und jetzt habt ihr gelernt, so sollen wir das Ding nicht abstellen. Also drehen wir das nochmal kurz um. Ihr habt einmal den Wechsel, wenn ihr die Kupplung nicht halten wollt. Aber ist für mich auf jeden Fall am sichersten. Denn was passiert ist, wenn ihr hinten bremst, wird das Motorrad gestreckt.
Es wird stabiler, als wenn ihr vorne bremst. Wir machen das auch in einem späteren Video noch mit ein paar Fahrübungen. Wenn ich ganz versuche, langsam zu fahren und ich bremse vorne dabei, muss ich mich schon richtig anstrengen. Wenn ich es nur hinten mache und nach geradeaus gucke, ist es deutlich entspannter. Deshalb den letzten Meter, Fuß runter, hinten bremsen, passt. Also wenn ich an die Ampel ranfahre, mache ich den neutralen Gang rein. Ich bremse vorne nicht, ich bremse nur hinten, Fuß runter, alles ist safe. Natürlich könnt ihr auch, klar, wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung habt auf dem Motorrad, auch vorne bremsen. Aber jetzt gerade für Anfänger würde ich immer empfehlen, mit der Hinterradbremse, weil vorne bremst zwar besser, aber verreißt halt eher. So, und jetzt habt ihr gelernt, so sollen wir das Ding nicht abstellen. So, das war schon Teil 1 von der Videoserie. Der war sehr basic. Das ist mir durchaus bewusst. Vielleicht habt ihr bei dem Hang vorne noch was gelernt, auch als Fortgeschrittener, dass man immer nach innen guckt beim Drehen und das Hang abwärts beigen könnt ihr nämlich gerne aufs Motorrad stellen und im Zweifel immer in den Hang reinlehnen. Und dann könnt ihr nicht übers Bike drüber fliegen oder am Hang anfahren. Ist vielleicht auch ein bisschen fortgeschrittener. Aber ansonsten ist mir einfach wichtig, dass ihr, wenn ihr auf eine Kreuzung zufahrt und vor allem oder auf den Kreisverkehr, ganz besonders, wenn ihr auf den Kreisverkehr zufahrt, ihr habt den Blick schon irgendwie Richtung da, wo ihr hin wollt, oder guckt nochmal nach links, aber das Bike steht in die Richtung, wo ihr hin wollt und ihr bremst nach vorne, dann kippt ihr. Das bitte nicht machen. Und deshalb gewöhnt euch einfach an, sobald es unter 20 km/h geht, die Hinterradbremse mitzuverwenden, besser zu verwenden, mehr zu verwenden, wie auch immer. Es hilft euch ganz massiv, weil das Bike ein bisschen gestreckt wird, es wird stabiler und wenn ihr vorne bremst, wird es halt wackeliger, deswegen lieber die Hinterradbremse verwenden. Im nächsten Video geht es dann weiter mit Master Your Balance, da machen wir Übungen, die kein Mensch machen will, aber die machen wir trotzdem. Und an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, es ist ultra heiß und bis zum nächsten Video. Na, Fokus. Alter, die Kamera so scharf. Da sehe ich aber auch nicht gerade jünger drin aus, ne?